Auch dieses Jahr feierten Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte am UNESCO-Welttag des Buches ein großes Lesefest. Zu diesem Anlass lud die Magdeburger Zentralbibliothek am 23. April zu einem bunten Programm rund um das Thema Bücher. Erstmalig gab es die Aktion Lesefreunde, die von der Stiftung Lesen, dem Börsenverein des deutschen Buchhandels und deutschen Buchverlagen initiiert wurde. Die Idee: 33.333 Lesefans konnten sich bis zum 20. Februar 2012 online bei der Aktion registrieren und aus einer Liste von 25 Büchern einen Titel wählen, den sie verschenken möchten. Jeder Schenker erhielt dann ein Paket mit 30 Exemplaren des von ihm gewählten Titels. Die Auswahl umfasste Lesespaß mit seinen vielfältigsten Seiten. Die Buchtitel wurden kostenlos von den beteiligten Verlagen zur Verfügung gestellt. Herr Dr. Martini, an wen richtet sich diese Aktion Lesefreunde? Eigentlich richtet sie sich an alle, die mit Büchern etwas anfangen konnten oder in Zukunft anfangen wollen. Von jung bis alt. Ziel ist eigentlich, so viel wie möglich Leute zu gewinnen, die wieder zumindest mal ein Buch lesen. Und ihnen den Spaß am Bücherlesen zu vermitteln. Das kann man von jedem Alter an mit Kinderbüchern machen oder man kann es auch, wenn man später nicht mehr so unbedingt an Bücher kommt oder in die Bibliothek geht, eben auch, indem man ein Buch verschenkt und zu Hause liest. Ja. Warum ist das Lesen Ihrer Meinung nach so wichtig? Es ist wichtig, dass man in Kontakt mit anderen Menschen gerät. Das kann man machen, indem man Bücher liest, die verschiedene andere Gesellschaften beschreiben. Man kann nicht in alle Gesellschaften reisen. Aber eins der Hauptziele, glaube ich, von Bücherlesen ist auch die Kommunikation und die Sprache selber. Man kann eigentlich in der Sprache selber drin bleiben und auch mit seinem Gedächtnis arbeiten, mit seinen Erinnerungen arbeiten, indem man liest, sich viele eigene Dinge auch erinnern. Und es ist vor allen Dingen gefasst in eine Sprache, die nicht unbedingt die eigene ist, aber die einem passiv wie aktiv immer weiterbringt, seinen Kopf, sein Gedächtnis, seine Erinnerung zu trainieren. Und denken Sie, dass die Aktion Lesefreunde ja ein Erfolg wird? Was halten Sie von dieser Aktion? Ich glaube, dass dieses ein erster Versuch in diesem Jahr war und man aus den verschiedenen Berichten, wohin sind die Bücher gegangen, wie sind sie vorgestellt worden, dann einfach rückblickend nochmal Schlüsse ziehen muss, wie man das macht. Ich meine, dass man nicht unbedingt nur irgendwie Veranstaltungen machen muss, wo man sich hinsetzt und liest. Man kann das auch mehr in der Öffentlichkeit machen. Man kann in einen Supermarkt gehen, man kann in die Straßenbahn gehen, man kann in einen Bus gehen, Bücher verteilen, aber auch vor allen Dingen etwas dazu sagen. Also ich glaube, es hat keinen Sinn, nur zu sagen, man hat jetzt 30 Bücher und versucht, die mit aller Gewalt unter die Leute zu bringen, sondern irgendwo muss ein Bezug auch dazu hergestellt werden. In Schulen ist sicherlich der Hauptbereich, wo man das machen kann, wo man Adressaten hat. Aber also ich selber mache es persönlich eben praktisch auch mit Seniorengruppen, wo die Schwierigkeit besteht, dass sie eigentlich kaum noch aus dem Haus in Bibliotheken gehen können, ein solches Buch ihnen einfach mit nach Hause zu geben. Ob sie das dann lesen, ist die eigene Entscheidung, aber ich glaube, man muss also schon den persönlichen Bezug bei Gruppen dazu herstellen. Ja. Im Rahmen dieser Aktion stellte Dr. Jürgen Martini den Roman Suite Française von Irene Nemirovsky vor. Warum, dachten die Pariser, Frühlingsluft. Es war Nacht und Krieg, Alarm. Aber die Nacht vergeht, der Krieg ist weit. Alle, die nicht schliefen, die Kranken in ihrem Bett, die Mütter, deren Söhne an der Front waren, die liebenden Frauen mit ihren tränenwelken Augen, hörten den ersten Atemzug der Sirene. Noch war es erst ein tiefes Einatmen, gleich dem Seufzer, der einer beklommenen Brust entweicht. Einige Augenblicke würden vergehen, ehe der ganze Himmel sich mit Geheul füllte. Es kam aus der Ferne, aus der Weite des Horizonts, ohne Hast hätte man meinen können. Die Schlafenden träumten vom Meer, das seine Wellen und seine Kiesel vor sich herschiebt, vom Sturm, der im März den Wald schüttelt, von einer Rinderherde, die schwerfällig rennt und den Boden mit ihren Hufen erschüttert, bis endlich der Schlaf zurückwich und der Mann, kaum die Augen öffnend, murmelte: Alarm. Nervöser, flinker waren die Frauen schon auf den Beinen.
Einige legten sich wieder hin, nachdem sie Fenster und Läden geschlossen hatten. Tags zuvor, am Montag, dem 3. Juni, waren zum ersten Mal seit Beginn dieses Krieges in Paris Bomben gefallen. Aber die Bevölkerung blieb ruhig. Dabei waren die Nachrichten schlecht. Man glaubte nicht daran. Ebenso wenig hätte man der Ankündigung eines Sieges geglaubt. Davon verstehen wir nichts, sagten die Leute. Der Sturm im Juni beschreibt praktisch anhand von verschiedenen Mitgliedern der französischen Gesellschaft die Okkupation Frankreichs, vor allen Dingen erstmal Paris, durch die Deutschen. Das geht praktisch über verschiedene, sie haben verschiedene Personen herausgegriffen, die in diesem ersten Buch verfolgt werden. Ihre Sympathien gehen eigentlich mit den kleineren Leuten, die es also sehr viel schwieriger haben, sich aus Paris zu lösen, überhaupt wegzukommen und entweder nach Süden zu kommen und nachher wieder zurückzukommen oder überhaupt sich zu verstecken und zu überlegen. Man muss dazu sagen, es gibt in diesem Roman keine einzige Jüdin, keinen einzigen Juden. Es geht nicht um die Unterdrückung der jüdischen Bevölkerung in Frankreich, sondern es geht praktisch um ganz, in Anführungszeichen, normale Franzosen. Der verschiedensten sozialen Gruppierungen, also von Adligen bis eben zu den kleinen Leuten, von Leuten, die ihr Geld mit Bankgeschäften verdienen, bis hin zu Leuten, die als Schriftsteller tätig sind oder in Banken für andere arbeiten müssen. Es wird praktisch alles zusammengebracht und wird auch jetzt nicht streng immer an einer Familie verfolgt, sondern die einzelnen Kapitel springen immer zwischen den Familien hin und her. Der zweite Teil spielt ein Jahr später, also der erste Teil spielt 1940, der zweite Teil spielt 1941. Und ist 1941 in einem kleinen fiktiven Dorf, was aber, wenn man da die Sekundärliteratur dazu liest, also auf dem Dorf basiert, das, wohin die Familie von Irene Mirowski geflohen ist, spielt. In dem Dorf werden praktisch jetzt auch verschiedene Schicksale zueinander gebracht, auch eben von den Großgrundbesitzern her bis zu der kleinen bäuerlichen Familie und bis hin auch zum Widerstand. Hier wird praktisch gezeigt, wie auf dem Lande selber das Zusammenleben mit der Deutschen und der deutschen Wehrmacht war. Wichtig ist für den ganzen Roman, dass es praktisch ein Buch ist, was man weder jetzt als Widerstandsliteratur benennen kann, noch als unpolitisch, sondern es versucht praktisch an dem Schicksal dieser verschiedenen Personen und an der genauen Einbettung in den sogenannten sozialen Kontext zu zeigen, was während dieser Periode der beginnenden und dann sich durchsetzenden deutschen Besetzung Frankreichs eigentlich geschehen ist.